Ein herzliches Hallo an alle Gaming-Fans da draußen. Heute nochmal eine nette Runde als Killerin, nämlich die Jägerin. Ich habe im Gegensatz zum letzten Mal nochmal ein bisschen meinen Ton überarbeitet. Man müsste mich jetzt besser verstehen. Ich habe das Gefühl gehabt, beim letzten Mal war ich ein bisschen leise. Und dieses Mal habe ich auch Pop Goes the Weasel anstelle von Niemand anderen den Tod, weil das ist eigentlich so mein Bild. Weil ich darauf ausziele, die Generatoren, den Fortschritt zu behindern und zu reduzieren. Genau, das ist meine Aufgabe. Und mal sehen, wie es diesmal funktioniert im Gegensatz zum letzten Mal. Beim letzten Mal, Niemand anderen den Tod hat nicht so krass geholfen. Es war schon ziemlich nett, aber es hat erst so ein Endspiel-Perk, was nicht so ganz meins ist. Ich glaube, ich hatte das mal drin, weil ich es ausprobieren wollte, ist aber leider nur Stufe 1. Ja, jetzt Pop Goes the Weasel, eine neue Runde mit neuen Überlebenden und mal sehen, wie es diesmal läuft. Ich probiere mich auch mal ein bisschen mehr auf das Spiel zu konzentrieren. Hängt auch ein bisschen davon ab, ne? Immer ein bisschen entertainen wegen Sprechen und gleichzeitig Spielen. Nutzt sich aber auch ein bisschen auf das Spielen ab. Also nicht wundern, wenn ich das mal nicht ganz so viel rede. Ich probiere halt die Überlebenden zu finden. Teil des Spiels. Ah, Kiste. Eine nette Map. Oh, wieder direkt mein Totem zerstört. Ich hasse es. Warum haben die so einen Lack, dass die direkt mein Totem zerstören? Gut, der erste. Die habe ich auch gesehen, da hinten, keine Angst. Vielleicht musst du da irgendwo hängt sein. Krieg ich doch nicht so schnell weg. Den habe ich auch gesehen, lol. Naja, die wollen anscheinend alle hängen. Ich hab dich gesehen, mach dir mal keinen Kopf, dass du hier unentdeckt bleibst. Bam. Zickzack laufen, erhöht doch noch deine Dingens, deine Strecke. Wapp. Na, direkt hier neben dem Keller. So oft hänge ich heute gar nicht im Keller auf, aber diesmal bietet es sich halt voll an, ne? Jetzt haben wir Pop Goes the Weasel. Wo geht denn hier ständig was kaputt da hinten? Gehen wir direkt mal hin. So, da Pop Goes the Weasel läuft. Sei doch nur Stufe 1, das ist so das Problem. Hält nicht so lange an und bringt auch nicht so viel. Ich glaube, ich weiß aber nicht, ob das die Zeit erhöht oder verlangsamt. Hallo, ihr Lieben. Lauf! Na, dann lass ich dich halt liegen. Hauen immer ihre Skillchecks, kann das sein? Dich hatte ich noch nicht. Du kommst jetzt dran. Nee, da. Ist auch schon. Das ist die ganze Zeit verwundet. Wahrscheinlich ist das da mit den Perklings unten. Oder die raus? Ja, die lasse ich jetzt in Ruhe. Aber ihn. Ihn möchte ich. Nein, ich möchte dich haben. Wollte er rein, um irgendwie rauszukommen. Oh. Ist das der? Ja, das ist der. Den geht's zum ersten Mal. Alles ist gut. Was? Die hat ihn wieder befreit? Warum? Warum machst du sowas?
da außenrum. Man muss auch nicht immer werfen, man kann auch manchmal einfach andeuten. Scheiße, wollte ich wieder wegpacken. Erzähle ich gerade davon, dass man es andeuten kann. Na gut. Und die anderen haben sich wieder geheilt, gut. Dann hänge ich dich jetzt auf. Hier an dem bekannten Haken. Da ist schon genug Blut dran. So, das ist bei ihr das zweite Mal. Nur noch kein Generator gemacht. Aber obwohl mein Fluch kaputt ist, dürften die doch eigentlich super easy haben. Wow. Ich dachte, die läuft. So, schon angeschlagen. Da hinten der. Ach, niemand hat sie gerettet. Lol. Komm, Popkurs Wiese geht noch. Nein, Popkurs Wiese geht nicht lang genug. Nein, Popkurs Wiese ist aus. Nein. Über diese knappen Sachen. Warum verhauen die so viele Skillchecks? Habe ich nur aus den Augen verloren, aber hier sind Spuren. Spuren. Hatte ich dich schon? Ja, ich hatte dich auch schon, ne? Nee? Na doch, da wurde auch nur so viel abgehangen. Ach, Disconnect, lol. Zweite Mal. Ich tue niemanden. Ja. Na dann. Immer noch nicht ein Generator kaputt. Ja, so kann's laufen, ne? Hallo. Läuft ziemlich rein, ne? Mal gucken. Nee. Nicht drin. Denn wird wohl eine easy Runde. Wird doch jetzt nicht wirklich noch den Haken, oder? Der ist direkt auf 2. Eieieiei. Ich kann ja auch nichts dafür, dass die am Anfang alle sich so schön gezeigt haben. Ich habe ja gar keinen Beil verbraucht. Jetzt hat es erstmal geheilt, okay. Ah, hat auch aufgegeben. Wenn noch nicht ein Generator an ist, dürfte die Luke gar nicht kommen, ne? Mensch, 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 haben die sogar am Anfang meinen Fluch zerstört? Das ist schon kaputt. Ja, jetzt ist es nur noch eine Suchfrage. Stimmt, das sind wir auch noch so gut wie gar nicht gelaufen. Oh. Ich bin die Axtwerferin. So, das war jetzt kein guter Move. Na gut.
Kurz und schmerzlos, alles vorbei. Ach, du hast den Haken abgemacht. Cleveres Mädchen. Und vorbei. Brauchen wir nicht angucken, das ist zensiert. Gut, beim letzten Mal nur einen gekriegt. Dieses Mal haben sie sich nicht ganz so clever angestellt, ne? Sind halt in mein Sichtfeld reingelaufen, hab sie gesehen, hab mir gemerkt, wo sie sind, sind dann nicht weggelaufen. Naja. Shit happens. Manchmal happens shit fast. Gut. Vielleicht kriege ich beim nächsten Mal, wenn ich eine dritte Folge aufzeichne, ich denke, das werde ich vielleicht noch machen, habe ich eigentlich Bock drauf. Vielleicht kriege ich dann Überlebende, die sich nicht ganz so anstellen. Oh, direkt. Bam, bam. Ja, Überlebende vielleicht noch ein bisschen strugglen, die vielleicht noch ein bisschen da bleiben, nicht alte 4 drücken, weil ich fand das auch ein bisschen blöd. Die hätten ja ruhig kämpfen können bis zum Ende ohne Schlüssel. Ach, die hatten es auf die Luke abgesehen. Okay. Yoshi, der Name sagt mir sowas. Entweder wird er sehr häufig genutzt oder das ist, den habe ich schon mal gespielt. Na egal. Ihr wisst, was ich meine. Es gibt Leute, die haben halt 0 Punkte, drücken Alt F4 und es gibt halt Leute, die kämpfen bis zum Schluss. 20, 20, 17, 20. Na gut. Ich hatte auch schon als Stufe 20 Killer Überlebende mit Level 8 gehabt. Verstehe ich nicht, aber ja. So ist das Spiel. Manchmal ist es schnell vorbei, manchmal ist es ganz schnell vorbei, manchmal zieht es sich in die Länge. Lasst mir mal bitte einen Kommentar da, was ihr jetzt von den Überlebenden haltet. Ansonsten bis zum nächsten Video, bis dann, euer Sushi, reingehauen und schönen Tag noch, oder Abend, oder gute Nacht. Bis dann.